Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. In der letzten Folge waren wir an diesem Ort und wir sind immer noch an diesem Ort. Und mir fällt gerade auf, ich würde gerne einen Speicherpunkt haben. Und was ist das? Schlüssel für Lift, yay. Ach, jetzt haben wir ja so ein Ding hier für den Schlitz, nehme ich an, so eine Karte. Das ist eine Truhe, ich meine aber sehen. Sakralreif. Oder einer Göttin. Okay, ich habe Maschine ins Team genommen. Weil ja. Wow. Gar nicht mal aktuell. Den Biester, was ich gefunden habe, schon schlechter als was ich behauptet habe. Nur sie hatten Reif? Kann doch nicht sein. Wir machen die Intelligenz hoch, ne? Dann. Ja, Intelligenz hoch ist gut. Wir hatten ja von den Mädels noch hohe Intelligenz. Ja, wer braucht die? Ich gar keiner, ne? China vielleicht, ich weiß ja nicht. Ob ihre Karten hier irgendwie so mit Intelligenz zusammenhängen. Wo bin ich? Da bin ich. So, jetzt einfach raus hier. Und ich muss den Weg nehmen, weil ich irgendwie nicht reinkomme, glaube ich. So, dann. Aber ich habe, glaube ich, A, B und C. Oh, das ist praktisch. Türen gesehen. Deswegen muss da irgendwie noch eine dritte. Ein dritter Schalter sein, der irgendwie diese Tore auch noch öffnet. Wenn ich mich nicht irre. Das heißt, hier müssen irgendwo noch Schätze geben. Das heißt, ich muss mich noch ein bisschen hier umschauen. Aber wenn das zu lange dauert, dann gehe ich einfach. Ich werde schon nichts Wichtiges verpassen. Hoffe ich. Kann natürlich sein, ist ein Rollenspiel. Hallo. Aber trotzdem. Ja, ich wollte die Strategie mal ändern. Du kannst mal voll rausgehen. Aber irgendwie so viel. Die benutzen dann trotzdem nicht dauernd ihre Dingens. CP-Angriffe. Weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht erkannt, ob Regal irgendwie eine Fähigkeit die ganze Zeit eingesetzt hat oder nicht. Und mit ihm sind wir übrigens auch gleich durch hier. So, ich möchte mal kurz zum Speicherpunkt gehen, weil ich möchte das wirklich gern speichern. Weil ja, nochmal den ganzen Weg, da ist schon ein bisschen übel. Am besten wäre jetzt noch, wenn ich irgendwo zum Heilen hätte. Ist hier vielleicht irgendwie was? Zurück kann ich nicht, ne? Nein. So, dann, weiß ich nicht. War hier so ein Aufzug. Waren noch mehrere, glaube ich. Ich treffe die Gegner einfach nicht. Ja. Ich bin der Einzige, der gerade Dings einsetzt. Könnt volle Pulle rausgehen, ne, wisst ihr? Keine Fähigkeit, nur Magie. Und du sie auf TP eingesetzt. Das ist Venen, die angreifen. Einmal angeführt und nur Fähigkeit, nur Magie einsetzen. Ey, perfekt. So müsst ihr ja eure Dinger spam. Ja, Genis wird sowieso, glaube ich, nur seine Dings einsetzen, seine Magie. Das ist alles nur vorübergehen, ne? Ich bin nicht so blöd und tue jetzt die ganze Zeit hier Fähigkeiten rumlaufen lassen. Aber zum Lernen ist das gut. Bams. Ha! Sehr schön. Warte mal. Dann habe ich aktiviert, ne? Hey! Ich hab dich getroffen. Ich weiß das ganz genau. Ne, halt, warte mal, da unten waren. Schnitz ich, ey. Ist eigentlich schon freiwillig in die Gegner rein. Ich kann sehr stark behaupten, dass wir hier schon genug gekämpft haben. Warte mal, Raging Mist, das war schon bei 50, glaube ich.
Ja, ich tue echt nach dieser Logik hier weiterspielen. Bams, so. Ground Dasher. Also er hat für einige Sachen hier 100 Mal einsetzen können, weil Ground Dasher, kann ich mir vorstellen, hat er nach Stalagmite hier folgt. Aber wir machen das hier nach meiner Logik. Und China setzt gar keine ihrer Fähigkeiten ein. So, Regel, bei dir sind wir auffällig. So, jetzt verteilen wir sehr intelligent. Ja, die Maximal KP, ja, Leben plus, das ist nicht schlecht. Macht plus Geist, Maximal TP. Basisattacken kommen um 1. Schein der bei der. Ach, Ewigkeit muss drin bleiben wegen Leben plus. Ach. Hm. Was? Erhöht die Staatswert, wenn sich Presser im Kampf befindet? Mal schauen, wenn Charakter während eines Kombo angesagt hat. Erstmal wohl. Mal strauche, wenn Charakter während eines Kombo-Angriffs attackiert wird. Schaut, wenn ich bisher die Basis attacken. Das klingt nicht schlecht. Haben wir mit ihr jetzt? Ich weiß es nicht. Jetzt auch mal ein bisschen besser hier auf ihre physische Attacken. Teil vermindert Schäden, Gegner werden nicht drücken. Höhen erhöht U-Attacke. Okay, ja, das muss jetzt nicht so. Die Beweglichkeit im Kampf erhöht den Flugwerk, vermindert den physischen Schaden durch Gegner mit geringer Genauigkeit. Ich hätte gerne aber Leben plus. Lass mal das erstmal so und so. Und sie will irgendwie nichts einsetzen, glaube ich. Purgatory Seal und Cyclone Seal. Oh. Umschließt und wirft Ziel in die Luft, außer schwere fliegende Ziele. Ja, komm, ja. Ma. So, wer ist denn noch hier? Hm. Stardust Cross. Ja. Hm, bei ihr sind aber so schwer. Ich halte Magie. Ja, haut alles raus. Gönnt euch mal was. Nee, ihr war nicht so in den Schlitz, aber ihr war. Links Drachenbiss. Eine Waffe mit scharfen Dracheneis zu sehen. Juhei! Okay, 1017. Sehr gut. Ja, dann nach links. Oder nach oben, ja. Zu neuen Welten und so. Ja, hier ist der Schlitz und da kommt der Gegner. Volle Möhre. Aua. So, du spammst schön deine Attacken und Klett zaubert sofort was. Das ist sehr gut und ich bin gleich tot. Aua. Judgment haut die direkt raus, ey. Sehr gut. Gut gemacht, Klett. Gleich immer noch tot. Hilfe. Aua. Ach, doch mal. Angel Feather. Aber hier sind noch andere am Rumlaufen. Ihr müsst nicht alle auf mich schießen. Danke. Ach, das kannst du ab. Jetzt tue ich mal auf gut Glück irgendwas verteilen und dann kriegt er auch eine. Was zum Teufel? Konter. Ach, wegen Blitze, aber keine Ahnung. Ja, toll. Das bringt dann nichts, wenn ich ihn nicht steuere. Hier ist ein Schlitz. Schlüssel völlig verwendet. Abwärts? Weiß nicht. Wollen wir uns irgendwo heilen? Ah, nicht das. Geräusch schon wieder. Ach, jetzt kommen wir wieder ganz nach unten oder was, ne? Sehr gut. Wir wollen ja ganz raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach wird. Hier muss irgendwo noch ein Boss rumlungern. Aber hier muss auch irgendwo noch ein Speicherpunkt sein.
Bitte? Fast am Ausgang. もうだいぶ降りてきたんじゃないか。そうですね。あの嫌な感じはもうしません。問題はクルシスがこのまま私たちを返してくれるかどうかね。むしろ今まで彼らの邪魔が入らなかったことこそ不気味だわ。もう少しです。Genau, diese Monster sind hier nur Dekoration, ne? Wir sind vorsichtig sein. Ach, was, YOLO. Was? Ach, das ist eine Truhe. Mein Gott, Erfahrungsgeber Level 2. Das ist so verdächtig, dass hier Level 2 und 3 Sachen immer noch verteilt werden. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass man mehrere von denen braucht. Wutsch! Ja, nicht der Angriff. Jetzt ruhig Judgment oder irgendwie sowas einsetzen können. Judgmento hier. Und weiß ich nicht. Ja. So, perfekt, weitermachen. Am besten jetzt noch, wenn sie irgendwas hat, was die Wirkzeit verringert. Aber hat sie, glaube ich, ausgerüstet, ne? Bringt Glück, okay, ist ja gut. Hast du irgendwas, was Dingens verringert? Ja, ach so, ja. Ja. Aber wir kriegen irgendwann sowas. Bams, so. Ich finde das Schwert so geil von Zelos. Irgendwo noch bitte speichern. Oder heilen. Oder beides. Schmeißt mir doch jetzt nicht einfach einen Boss gegen die Birne, oder? Nein, das macht ihr doch nicht, oder? Aber wir sind wieder hier. Ich habe schon richtig Schiss. Ja. Und jetzt kommt Kratos und haut uns noch mal eine rein, ne? Ja. Das ist das Schwert, mit dem Yggdrasil mich geschlagen hat. Könnte das ewige, ja doch ewiges Schwert sein? Haha, nie im Leben. Niemand würde ein Schwert, das so wichtig ist, an einen Ort wie diesem zurücklassen. Warum nehmen wir es nicht mit nach Heimdall und zeigen es dem Dorfältesten? Gute Idee. Dann wüssten wir auf jeden Fall. Das wissen wir dann auf jeden Fall. Was? Du hast nicht das Recht. Oh, was war das denn? Vergebene Liebesmühe. Oh, der schon wieder. Yggdrasil. Das ewige Schwert kann nicht von jenen berührt werden, die nicht das Recht dazu haben. Das Recht? Er meint wahrscheinlich den Pakt mit Origin. Das ist das Schwert, das Yggdrasil sich von Origin erschwindet hat. Haha, ihr seid doch wirklich ein armseliger Haufen. Aber das macht nichts. Origin ist durch Kratos versiegelt. So oder so ist es euch unmöglich, dieses Schwert zu führen. Und ohne die Macht des ewigen Schwerts könnt ihr die Welt nicht vereinen. Eure Reise ist vergeblich. Vergeblich? Du bist doch derjenige, der vergeblich versucht, unternimmt, die Toten zum Leben zu erwecken. Und was hat die Spaltung der Welt überhaupt damit zu tun? Die Welt existieren überhaupt nur noch, weil sie getrennt wurden. Nein! Die Teilung der Welten ist schuld, dass es nicht genügend Mana gibt und viele Menschen leiden. Denk doch mal nach, warum ist das Mana so knapp? Na, was meinst du, mein Artgenosse? Ich? Weil die Entwicklung von Magietechnologie zu einem enormen Mana-Verbrauch geführt hat? Genau, und diese Magietechnologie führte zu einem großen Krieg. Krieg verbraucht ungeheuerliche Menge von Mana.
Versuch nicht, das Thema zu wechseln. Das Mana ist knapp, weil du verhinderst, dass der göttliche Keim austreibt. Ich habe das Thema nicht gewechselt. Selbst wenn der göttliche Baum wieder zum Leben erweckt wird, würde er in diesen neuen Krieg verdorren und sterben. Kriege werden durch zwei gegensätzliche Kräfte verursacht. Deshalb habe ich die Welt in zwei gespalten. Um die Kräfte, die den irrsinnigen Kalan-Krieg verursacht haben, in den Welten von Silverand und Tetala zu isolieren. Durch den Zyklus von Wohlstand und Armut wird die Entwicklung von Magietechnologie unterdrückt. Das war also ihr Plan. Obwohl Tetala den Wohlstand derzeit ein wenig zu lang genossen hat. Du lügst! Du opferst den göttlichen Keim nur, um Mattel zu retten. Korrekt. Genauso wie die niedergehende Welt von Silverand im Stich gelassen hast, um Colette zu retten. Das ist... Du tust genau dasselbe wie ich. Nein, das ist nicht wahr. Oh, doch. Nein, Leute ist überhaupt nicht wie du. Was? Lloyd sucht nach einem Weg, Colette und die Welt zu retten. Du bist ein Feigling, der aufgegeben hat. Es besteht kein Unterschied. Ich versuche, eine Welt ohne Diskriminierung zu erschaffen. Nur so kann die Welt gerettet werden. Eine Welt ohne Diskriminierung? Das ist... Menschen fürchten und hassen, was nicht in ihren Normen entspricht. Sie haben Angst vor Andersartigem. Es gibt nur eine Lösung. Alle müssen gleich werden. Durch Exvius, die das unterschiedliche Blut mit den Adern von Elfen und Menschen eliminieren, werden alle zu denselben leblosen Wesen. Diskriminierung wird verschwinden. Das ist die große Ära, die ich schaffen will. Alle gleich? Ja, sowohl die Designs als auch Krux existieren zu diesem Zweck. Die Konflikte, die die Diskriminierung zwischen den Rassen verursacht, werden verschwinden, Genis. Die Menschen werden uns nicht länger anders behandeln, wirklich? Genis, fall doch nicht darauf hinein! Erinnere dich, wie Exvius hergestellt werden. Sie kosten Leben, denk doch an Marvel. Siehst du nicht, wie falsch das ist? Eine Revolution fordert Opfer. Wenn du das nicht verstehst, verdienst du es, mit den anderen zu sterben. Oh Gott, der macht uns fertig. Aber zuerst werdet ihr mir die Auserwählte aushändigen. Nein, das lasse ich nicht zu. Du hast keine Wahl. Oh, der macht uns wieder fertig, ne? Yggdrasil. Ja. Obwohl. Ich werde nicht kampflos aufgeben. Ja, und ich hoffe wirklich, ich muss den Kampf verlieren. Na, Regal, du kannst heilen. Ich komme nicht oft dazu, ihn anzugreifen, und ich mache ihn verdammt wenig Schaden. Ja, aber wirklich. Ja, das ging schnell. Wir lassen uns einfach kaputt hauen, ganz ehrlich. Abwehren hat jetzt auf jeden Fall bringen. Also ich habe so viele Kämpfe gemacht und kann denen immer noch nicht das Wasser reichen. Die können nicht von einem verlangen, dass man den Kampf gewinnt. Oder? Oder? Was? Ich habe so viele Kämpfe gemacht. Und... Ich habe so viele Kämpfe gemacht. Habe so viele Level-Ups bekommen. Und... Das reicht immer noch nicht? Was zum Teufel? Ich dachte, wir müssen verlieren, so wie beim letzten Mal. Oh. Boah. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, das heißt, ich muss eine Offscreen-Trainingseinheit machen, wahrscheinlich. Okay, wir hatten jetzt nicht das beste Team, aber trotzdem.
kam kaum dazu, den irgendwie anzugreifen. Ich werde nicht einen Speicherpunkt oder so irgendwie davor schmeißen, weil keine Ahnung. So blöd. Ja, wahrscheinlich wird dann in der nächsten Part eine richtig hohe Trainingssession sein, wo ich wie ein blöder trainiere. Also ja, sehr schön. Ja, weiß ich nicht. Das nächste Part Kämpfe ohne Ende. Habe ich jetzt mit Real Dingens gehabt? Nee, ah. Okay, dann kann ich das hier und also nicht das hier machen. So, keine Ahnung. Ah. Ey, ich habe da so viel gekämpft, ne? Und so viele Level Ups bekommen. Und trotzdem hat das immer noch nicht gereicht, um den fertig zu machen. Warte mal, hier war was. Das Ding nie wieder abholen. Das war das Einzige, was mir gefehlt hat, ne? Ja. Oh Mann! Ich dachte, wir müssen den Kampf verlieren. So ein Dreck. Sonnendreck. Ich hab 4 gedrückt. Was zum Teufel? Das war ja richtig geil jetzt. Oh, komm mal. Angriff ein bisschen Spam wieder. Oh Mann. Und das für ein Dreck. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ganz viele Frontangreifer brauche, weil der die ganze Zeit am Zaubern ist. Und Rain brauche ich. Das ist ja irgendwie nicht zu fassen, ne? Kaum mal einmal nicht ein Dingens gehabt, ein Heiler parat, wenn man direkt so gefistet. Okay, da ist nächste Folge schon mal Trainingssession, da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Da kann ich auch mal die DLC-Kostüme, wie nennt man die Kostüme hier, die war von Cilia und Grace und so was haben, die können wir ja mal benutzen und einkleiden. Können wir uns auch mal angucken. Weil in der Story möchte ich die ungern mal benutzen. So, und ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass die Cutscenes jetzt doch synchronisiert werden. Weil, kann ich ja gleich am Ende des Parts mal zeigen. Ich habe hier auf Dings eingestellt, auf Japanisch. Und ja, im Titelbildschirm war immer noch auf Englisch gestellt. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht liegt das daran, dass die Cutscene nicht synchronisiert war. Also allgemein, aber das macht ja auch keinen Sinn, weil irgendwie am Anfang voll viel synchronisiert worden war, hatte ich so das Gefühl. Aber irgendwann hat das dann aufgehört. Ich meine, wann ist das letzte Mal gewesen, seit irgendwas synchronisiert worden ist? Also bestimmt schon so um die 100 Parts oder so, ja. Also 100 ist vielleicht übertrieben, aber verdammt lange. Wann wurde das letzte Mal irgendwas hier synchronisiert? Ich verstehe nicht. Und anscheinend ist das nicht normal irgendwie. Und ich finde auch nicht wirklich irgendwo Informationen. Ich habe versucht, mich da zu informieren. Ich finde gar nichts darüber. Also entweder bin ich der Einzige, der ein Problem hat, oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich finde es nur ein bisschen blöd. Wenn ich weiß, dass das irgendwie an irgendeiner blöden Einstellung oder so liegt, dass das aus irgendeinem Grund nicht klappt. Und weiß er nicht. Da unten war noch eine Truhe, aber egal. Ja, weiß ich nicht. Jetzt habe ich ihn schon wieder auf Dings. Wenn jetzt daran liegt, dass irgendeine Einstellung irgendwie blöd war oder so, dann ist das schon ein bisschen blöd.
Ich weiß jetzt nicht, was ich gerade gesagt habe. War irgendwie so ein Durcheinander. Ich hab mich jetzt selber verwirrt, verdammt. Raijinken. Für japanische Angriffe haben irgendwie mal mit Jinken oder so. Ja, okay, Ken heißt ja auch Schwert, wenn ich mich nicht irre. Oder Drache. Irgendwas anderes noch. Ich glaube Feuer. Ne, Feuer nicht, aber irgendwas anderes. Ken heißt irgendwie verdammt viel. Faust, genau. Deswegen auch Tekken. Eisenfaust. Japaner sind merkwürdig. Sehr gut. Ich sehe. Wo Jinken? Also Wind, Schwert, irgendwas. Keine TP, keine TP. Wie kann denn das denn sein? Ich benutze auch nie irgendwie TP. Also bitte. So, und sie setzt. Ja, die kann sie ja nicht einsetzen. Stimmt, die habe ich alle eingemacht. Das heißt, ihre Strategie kann mal geändert werden. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit den Speicherpunkt finden, aber geht ja nicht. Ja, sie braucht keine Heilmagie oder irgendwie sowas, deswegen kann sie ruhig ballern, wie sie will, mit ihren Angriffen. Also würde ich gerne wissen, wo der Speicherpunkt war, hallo? Ich würde gerne mal zurückgehen und nochmal in den Bildschirm gehen. Warte mal. Einmal! So. Okay. Japanische China kann eigentlich kann halt anscheinend nicht lernen. Okay, merkwürdig. Sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich. So, jetzt machen wir noch mal auf Japanisch umstellen. Die Ladezeit war echt geringer, habe ich so das Gefühl gehabt. So, du hast jetzt irgendwas gelernt. Jetzt, wo ich alles eingestellt habe. Sehr gut. Weiß ich nicht. Ich muss erstmal da weiter. Ich bleibe noch bei meiner 50 Angriffe Philosophie. Immer weiter nach oben, dann werden wir ja irgendwann einen Schwachpunkt finden. Ja, keine Ahnung, japanisch fühle ich mich irgendwie einmischen. Und schon wieder eine Fähigkeit gelernt. Jetzt hat China, glaube ich, alle Angriffe gelernt, die sie lernen kann. Geil, dann können wir sie ja ausnehmen. Dann kann sie nicht. Ja. Mal gucken, ob das Ganze nochmal klappt. So, Leute. Komm mal her. Warum komme ich denn schon wieder hier vorbei? Fähigkeit erlernen. Verdammt, hätte er sein können. So, Strategie, du kannst ruhig. Mach mal so. Jetzt ruhig ein paar. Ach, du hast gar keine TP, sehe ich gerade. Nicht viele, jedenfalls. Weiß nicht. Wo ist der Speicherpunkt? Ey. Ich mag es nicht, wenn ich mich verirre. Der war doch rechts irgendwo. Der muss doch. Der muss doch rechts irgendwo sein. Irgendwie setzt die Leute gar nichts ein. Ja, irgendwie setzt Leute gar nichts ein. Ach, weil er unter 25% hat, ne?
Deswegen setzt da nichts ein. Ja, du auch. Von ihn habe ich doch, egal. Ich muss ja immer weiter da lang, dann muss ich doch irgendwann. Wenn ich immer weiter nach rechts gehe, dann muss ich doch irgendwann reinkommen. Ja, war doch irgendwo rechts der Speicherpunkt. So, jetzt. Ja, heiliges Licht, wo sitzt. Aber ich glitze, aber. Ich bin Edward aus hier. Wie heißt das? Twilight. Ich glitzere. Glitzer, Glitzer. So, hier war das, Gott sei Dank. Bevor der Part wieder unnötig lang geworden ist. So, dann heißt das jetzt in der nächsten Folge eine Trainingssession. Ich freue mich. Haben wir, glaube ich, noch nicht in diesem Projekt. Na gut, dann. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann guckt die übernächste Folge. Ansonsten würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir so viel Monster platt wie möglich. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.